Hallo und herzlich willkommen auf den falschen Kanal schon wieder. Ich bringe das manchmal durcheinander. Guten Morgen. Ich muss unbedingt einen dritten aufmachen, wo ich nochmal anders bin. So. Nee, nicht ich bin anders, sondern nur die Begrüßung. Willkommen zu Harvest Moon 3, wir sind im nächsten Sommerpart. Und dieser Part wird ein Themenpart, weil, weil ich Bock drauf hab. So. Wir bringen jetzt die Sachen wieder raus und Dingenskirchen. Und sie, ich bringe mir sie, bringen wir mal auf Anything, weil wir wollen sie ein bisschen, Sarah soll mal ein bisschen hier gefordert werden, damit sie besser wird, bis zum Ende des Jahres. Weil dann sagt sie immer, yeah, das finde ich dann immer so gut, denn das hört sich mal so an, als ob sie wirklich drauf Bock hätte. Hallo, hallo, hallo. Ja, fliegt weiter, das ist nicht mal geil, wie er weiterfliegt. So. Oh, 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 und schon wird das richtig schwer zu gießen. Das war keine Freude. Also, Fountainize oder Fountainize, muss mir sagen, wie ausgesprochen wird. Der hat mir geschrieben, endlich mal jemand, der mir gesagt, mir ein Thema oder Themen sogar vorgeschlagen hat. Ein paar davon werde ich ansprechen. Einige gehören, weiß nicht, sind nicht so, weiß nicht. Kommt immer drauf an. Ihr könnt auch immer Themen schicken. Ich muss kurz gucken. Das ist alles ein bisschen unaufgeräumt hier an meinem Schreibtisch. Ja, ich brauche mal irgendwie, ich muss mir mal was ausdenken. Wenn jemand eine Lösung hat, ich weiß nicht, ich habe hier nicht so viel Platz für einen zweiten Tisch. Ansonsten, wie kann man einen Computertisch erweitern, dass man mehr Platz hat für Sachen? Irgendwie eine Ablage oder sowas bräuchte ich mal. Na, mal kauen. Ja, dann kaue ich mal. Man sollte immer mehr kauen. Also viel kauen. Ich kaue zu wenig. Okay, das erste Thema. Junge Let's Player. Das werde ich oft gefragt, muss ich zugeben. Also ich wollte das eigentlich am Erfolgelabert mal machen. Ändert natürlich nicht, dass ich es trotzdem machen kann. Aber das Thema an sich ist scheinbar sehr, weiß nicht, wird sehr oft gestellt oder so, keine Ahnung. Junge Let's Play, ich weiß nämlich nicht, wo das Thema ist dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist überhaupt nicht negativ gemeint, sondern und? Ich hab, seit ich Kind bin, spiele ich schon. Ich meine nicht so viel, ich habe in der Jugend mehr gespielt dann als Kind und mehr als jetzt. Aber das ist einfach, glaube ich, weil man andere Zeiten hat, andere Prioritäten, weil es mich mehr interessiert hat als meiner Kindheit, wo es ein Gameboy gab und NES und so. Das ist doch scheiße. Entschuldigung. Nicht scheiße, aber nicht mein Ding gewesen. Schon damals nicht. So, was wollte ich sagen? Genau. Ich kann das Thema eigentlich nur damit beantworten. Was ist ein Let's Player? Ein Let's Player ist doch eigentlich, der spielt gerne. Und das muss man mitkriegen. Und dann redet er darüber. Das heißt, es ist kein Gameplay an sich, sondern er redet mit seinen Zuschauern. So wie ich gerade mit euch rede. Und ich sehe euch gerade da sitzen. Guckt mal nach rechts, da ist die Kamera. Aber ein bisschen versteckt. Und da denke ich mir, ist doch das Alter vollkommen egal. Es gibt doch 20er, also welche in ihren 20ern, die langweilig Let's Playen. Und es gibt 13-Jährige, die super Let's Playen. Ich meine, ich kenne jetzt... Upsala. Oh, das kann ich natürlich machen. Das stimmt. Ich kenne nämlich jetzt ja einige über YouTube. Hätte ich niemals gedacht, dass ich Kontakt mit Jüngeren habe. Weil es einfach... Weil es habe ich schon mal das Thema gehabt. Ich glaube, bei Psyken oder so. Weil das einfach in der Gesellschaft nicht so gewollt ist. Und... Ach stimmt, ich kann mich eigentlich immer hier hinstellen. Würde es auch kennen. Und, was soll ich sagen, trotzdem ist mir dann in den letzten paar Monaten aufgefallen, naja, okay, Mann, was soll's, ich will ja kein Arsch sein oder so. Und, da unten. Oh, okay. Hä? Ist leer oder nicht? Und da sind nette, meistens Jungs, muss ich ja sagen, dabei. Ich wollte jetzt Menschen sagen und so, aber Mädchen sind doch sehr selten, auch Let's Player-mäßig. Und... Das ist natürlich ein bisschen schade, weil, ja, die Quote, ne? Was ich sagen wollte, wieder voll ausge... tut mir leid.
Ich finde es egal. Viele haben dann immer das Problem, ja, was ist denn mit meiner Stimme und sowas? Ich bin auch nicht im Stimmbruch. Und es ist manchmal, erstmal ist es vollkommen egal. Manchmal kann man nicht, manchmal ist die hohe Stimme irritierend für einige. Dann wiederum, es gibt doch auch viele Erwachsene, die eine blöde Stimme haben. Und da sagt auch keiner was. Und damit will ich nicht sagen, ihr habt eine blöde Stimme. Damit will ich sagen, ist doch erstmal egal. Macht doch erstmal. Und wenn andere euch haten irgendwie wegen der Stimme, ihr könnt wenigstens noch sagen, eure Stimme wird sich ändern. Diese Hater nicht, wenn sie älter sind. Die sind mit ihrer Stimme dann, ne, fertig. Die kommen nicht mehr weiter damit. Ich finde immer, man sollte mal sagen, genießt es doch einfach. Ich weiß noch, ich bin relativ schnell in den Stimmbruch gekommen, als es passiert ist. Also es ist später passiert. Ich, wie gesagt, Spätzünder. Aber als dann passiert ist, ging es ziemlich schnell. Und ja, deshalb kann ich mich nicht mehr so daran erinnern. Ich kann mich nur erinnern, dass ich ziemlich hoch schreien konnte. Also kreischen, bevor ich in den Stimmbruch kam. Aber sonst, ich habe das weiß ich nicht. Ist nicht so schlimm. So, lange Rede, kurzer Sinn. Macht euch nicht so viel Gedanken. Let's Player kann jeder werden. Jeder. Ich meine, ein 80-Jähriger auch. Wenn er lustige Sprüche bringt oder informativ ist oder einfach nur interessant zuzuhören oder sowas oder Spaß macht oder was auch immer. Wenn Leute ihm zuhören wollen und er hat Spaß am Let's Playen, dann ist das doch alles vollkommen in Ordnung. So, Sarah. Sie hat 4 Stück. Aber, dafür hat sie keine Eier. Shit. Aber sie hat 4 Stück gefüttert. Boah. Das heißt, ich werde die diesmal nicht rausschicken. So. Aber ich werde mit mal. Na, dann wiederum. Die sollen ja glücklich werden. Ja, geh raus. Scheint die Sonne. Dammit. Ab sofort macht sie wieder eine Mew, damit wir mehr Mayonnaise bekommen. Miau, miau, miau. Aber war das Thema jetzt vorbei? Nein, ich würde sagen, macht euch nicht so viel Gedanken. Wenn ihr direkte Fragen habt, dann stellt sie nochmal, weil ich weiß jetzt nicht ganz genau, was das Problem sein soll. Und das ist nicht mal böse gemeint, das ist einfach nur, ich habe die Probleme auch noch nie gesehen. Natürlich, okay, doch, lass uns hart zusammenarbeiten, nee, lass uns mal drüber nachdenken, geh mal bitte, damit ich nicht daneben werfe. Ja, war klar, ich wollte gerade, ne? Wie so ein komisches Vieh. So. Bitteschön, ich hätte gerne deine Herzen, ich würde gerne deine Herzen sehen, aber was soll's. Was ich sagen kann ist, dass junge Leute natürlich weniger Erfahrung haben. Sie haben weniger, also oft weniger Selbstvertrauen. Warte kurz. Bitteschön. Und sind noch nicht so dabei. Ich meine, wenn ich überlege. Ja, ich weiß. Wenn ich so überlege an meine Kindheit und so. Ich war zwar nicht unsicher jetzt. Das bin ich heute, aber früher nicht. Aber mein Gott, man macht sich noch nicht so viel. Hä, wir haben Sommer, du Dummbatz. Die sollten mal was anderes sagen. Ich habe als Kind. Man hat einfach noch nicht so viel Erfahrung. Ich glaube, es ist nicht, weil man dumm ist, sondern einfach nur, weil die Erfahrung fehlt. Ich habe doch erst mit dem Computer erste Erfahrung machen müssen. Und deshalb würde ich sagen. So, ich wollte immer ruhig ein bisschen sein. soll ich schon wieder rein? Gehen wir einmal Kirschen holen. Oder? Ja. Ach, Mano. Hero, du bist so groß und stark. Und deshalb würde ich einfach den Kleinen sagen, denkt immer dran, die anderen... Ach, ich habe vergessen, wir sind hier im Sommer. Denkt immer dran, die anderen haben ein paar Jährchen Vorsprung. Mit dem Computerwissen, mit dem Hirn, mit der Hirnentwicklung. Das ist immer ganz wichtig, was viele nicht beachten. Das Hirn wächst, das Hirn entwickelt sich und muss erst die Synapsen müssen sich erst aneinander anschließen. Das heißt, macht euch nicht sowas draus. Aber ich habe heutzutage, habe ich so viele mitbekommen, so viele junge Jugendliche, die schon so clever sind. Das ist schon heftig. Und daher, macht euch Gedanken, aber macht euch nicht kaputt. Spielt einfach, habt Spaß. Und ganz ehrlich, ich würde das total cool finden, wenn die
Jüngeren mal nicht die Älteren imitieren würden, sondern einfach mal sich selbst sein. Weil ich, das ist immer mal ganz was anderes. Es gibt so welche wie mich oder Gronkh oder so, die ein bisschen älter sind, die, glaube ich, alles ein bisschen einfacher, also alles lockerer nehmen. Dann gibt's die. Achso, scheiße. Habe ich vergessen. Dann gibt's die Jüngeren, die noch richtig spielen und Action wollen und einfach die Jugend halt, die auch immer in der, die in den Medien auch dargestellt wird, die jeder kennt. Und was ist denn mit den Jüngeren, die einfach noch, ich weiß, ich hatte in den Spielen, als ich jung war, noch anderen Spaß. Anders auch. Ein bisschen unschuldiger, ein bisschen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Man ist anders rangegangen an die Spiele auch. Man hat andere Spiele gespielt. Man hatte anders Spaß. Man hat andere Sachen gesehen. Das würde ich mir mal wünschen. Also, dieser Part ist absolut wirr. Ich habe heute noch nichts gegessen. Sorry. Ich bin und ein bisschen müde, aber ich weiß nicht warum. Ganze Zeit schon. Die ganze Zeit lacht einem das Bett an. Komm ins Bett. Und ich, nein, geht nicht. So, wie viel haben wir jetzt gesammelt? 12 oder so, ne? Ah, 16, gut. Also würde ich sagen, wie ich jedem Let's Player immer sage und jedem Menschen, der Let's Player werden möchte, spielt einfach, was ihr Bock drauf habt. Und wenn ihr merkt, achso, Entschuldigung, falscher Knopf. Und wenn ihr merkt, ihr wollt nicht gerne reden, dann macht keine Let's Plays. Ganz einfach. Es gibt viele, die dann einfach, dann macht Gameplays oder macht Kommentare oder so. Das heißt, Infos, dass ihr über das, wenn ihr ein Spiel richtig toll findet, dann könnt ihr ein Spiel, ein Let's Play mal und darüber erzählen. Aber wenn ihr nicht erzählen wollt, weil ihr einfach nicht so die Leute dafür seid und einfach nicht gerne redet, während ihr spielt oder es nicht könnt, dann lasst es. Lasst es einfach. Macht was anderes. Macht lustige Videos oder so. Macht Musikvideos. Macht Infovideos. Vielleicht gescriptete Sachen. Sketche. Irgendwas. Aber was anderes als Let's Plays. Das ist halt so eine Sache, wie ich mag kein Tennis spielen, also spiele ich kein Tennis. Und ich kann es, glaube ich, auch gar nicht. Ja, aber warum auch ausprobieren? Ich meine ja nur, das ist meine Meinung, war eigentlich sehr ausbreitend, weil es hatte nicht viel mit jungen Let's Playern zu tun, aber wie gesagt, ich sehe das Problem nicht. Jeder kann. Also, wie über Vollgelabert, da kriege ich oft Anfragen, wie alt muss man denn sein? Wo ich mir denke, du kannst 9 sein, wenn du mitsprechen kannst und dich das zutraust. Ich werde alle gleich behandeln. Und daher, das kann gut und schlecht sein. Nur, ich diskriminiere doch kein Alter. Gerade ich nicht. Also, naja. Okay, das war meine Meinung. Ich glaube, der nächste wird nochmal ein Themenpart und dann gucken wir mal, weil dann wird eingekauft. Da muss ich mich um andere Sachen kümmern. Und dann, jo, bis zum nächsten Mal, euer Pflanzhausen.